Das zu sich selbst gefundene Selbst, das Ich, die Ich-Identität, ist eine Falle, eine Illusion. Insofern ist Krishnamurtis Lehre für viele Menschen psychologisch schwer zu ertragen. Weil alles das, was sich der Mensch an Wissen, an Erinnerung, an Überzeugungen, an innerer Haltung, an Gefühlen und Erlebnissen angeeignet hat, ihn daran hindert, sich zu öffnen für die Stille des Augenblicks, für das Hier und Jetzt, für das, was letztlich nicht in Worte zu fassen ist. Das Denken ist das Vergangene, weil es aus der Erinnerung kommt. Die Radikalität der Kritik korrespondiert mit keinem Rettungsweg, mit keiner Therapie, mit keiner Handlungsoption. Der Einzelne bleibt auf sich allein gestellt. Kein Guru, keine Methode, kein Lehrer. Die Befreiung liegt jenseits aller Begriffe und Worte. Sie ist erlebbar in Glücksmomenten der Stille, im zeit- und ichlosen Zustand des Beobachtens ohne Beobachter, im Erleben des Augenblicks ohne den, der es erlebt, ohne den Denker. Doch eine gesellschaftsverändernde Bewusstseinsänderung, wie Krishnamurti sie anregt, ist sehr anspruchsvoll. Die eigentliche Problematik ist ja nicht der Klimawandel oder der Raubtierkapitalismus oder der globalisierte Terrorismus. Das eigentliche Problem ist die Tiefenstruktur unseres eigenen Geistes, die all das hervorbringt. Können wir die Tiefenstruktur unseres eigenen Geistes noch ändern, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen? Und diese Frage ist eben auch gerade in der heutigen Situation aktueller denn je. Krishnamurtis Bücher werden in hohen Auflagen weltweit publiziert. Seine gefilmten Reden sind im Internet zu sehen. 1986. Krishnamurti stirbt 90-jährig in Kalifornien. Er blieb bekannt als Guru, der keiner sein wollte, mit einer Lehre, die nichts vorschreiben will. Seine Kritik an jeder Autorität und jeder Herrschaft, vor allem an Religionen und ihren vermeintlichen Wahrheiten, ist an Radikalität kaum zu überbieten. Verändern kann sich nur dann etwas, wenn sich der Einzelne von seinen Verhaltens- und Denkmustern verabschiedet.